Sich die Schlussläufer bereit. Mario Stecher, ja, trotzdem, Tino Edelmann und Magnus Mohren für Norwegen. Ja, gibt's Gas, nicht duschen, gibt's Gas. Jeder Meter, was die Norwegen, jede Sekunde, die Norwegen weiter hinten ist, umso besser ist das für uns. Auch für die Deutschen. Jawohl, hohes Tempo von Felix jetzt da, super. Von den Sprungschritten hinauf, super. Es sind nur mehr wenige Meter. Tino Edelmann macht sich bereit auf seine Position bereit. Auch Mario Stecher steht schon. Richtet sich noch seine Schlaufe. Und dem ist nach Vollgas jetzt geben. Der kann jetzt schon, sich jetzt schon abwartend weglaufen, weil dann wird Magnus Mohren den gleich fressen auch. Ja, der für den gilt Mario auch Stecher jetzt. Da. Ist ein Routinier als Schlussläufer. Nicht nur so allgemein, sondern speziell auf dieser Position. Ja, super. Gottwald voran übergibt als erster an Mario Stecher, zweiter. Nur wenige Skilängen dahinter die deutsche Mannschaft. Nun im Rennen Tino Edelmann, In den es so viele Diskussionen gegeben hat aus österreichischer Sicht mit seiner Bindung beim Sprung. Aber es ist schon wieder vergangen, es ist schon wieder vergessen. Viel verloren, Felix super gelaufen, gratuliere. Der Norweger wächst dann noch auf. Über 20, ja, 20 fast 20. 30 Sekunden, das wird ganz harte Arbeit für Magnus Mohren. Hier vorne gilt hohes Tempo, weil wenn der Magnus Mohren sieht, dass er nicht mehr zubekommt, dann weiß er, es ist nicht mehr drinnen wie Bronze und stellt ab, dann läuft er nicht mehr bis zum, mit dem letzten Zacken. Und? Aber wenn der Magnus Mohren spürt, er kommt denen näher vorne, Deutschland und Österreich, ah, dann ist das eine Bestie. Eine Bestie. Ja, obwohl er hat ein bisschen geschwächt. Ein starker Konkurrent. Der Robert Nico hat gesagt, er ist ein bisschen krank gewesen. Hoffen wir es. Aber wie gesagt, weißt du, in Norwegen Weltmeister zu werden als Norweger, es gibt nichts Schöneres. Die Amerikaner haben natürlich mittlerweile Frankreich überholt auf Position 4 sicher. Und Schlussläufer ist da Todd Ludwig. Aber wir konzentrieren uns natürlich ganz auf die Medaillenentscheidung. Vorneweg Österreich, Deutschland und Norwegen. Der letzte WM-Titel, der liegt schon eine Zeit lang zurück, 2003 in Val di Fiemme. Damals die Österreicher mit Michi Gruber, mit Willi Denevel, Christoph Bieler und Felix Gottwald. Es wäre wieder an der Zeit. Zweimal Olympiasieger in der Zwischenzeit, die sind die Besten. Aber es muss die Tagesverfassung, die Tagesform muss passen und stimmen. Übergabe sehr gut, nichts passiert. Ja, die Deutschen, schau, braucht länger, schau. Aber alles noch im grünen Bereich, das heißt in der Wechselzone noch. So, jetzt schauen wir mal ganz genau hin, was sich hier abspielt. Tempo ist hoch, das passt, weil sie wissen ja, der Norweger kommt von hinten. Wir sind da, Hermann Weinbruch, der Teamchef der Deutschen. Aber das Tempo ist hoch. Momentan läuft sehr gut für uns, weil da das Tempo hoch ist und der Mario im Windschatten ist. Ich hoffe nur, dass er fit ist. Der Mario war verletzt, das darf man nicht vergessen. Er ist nicht so in diese Weltmeisterschaft gestartet, wie zum Beispiel in Vancouver, wie er es erhofft hat. Aber er hat sich bei den Testwettkämpfen mit der deutschen Mannschaft sehr stark präsentiert. Aber was du Test ist Test. Ein paar gute Rennen, aber wenn der Kilometer abgeht, da hat das Stehvermögen nicht, vielleicht mehrere Rennen zu verkraften. Ich hoffe, du hast gut. Schauen wir jetzt. Aber jetzt hat es gut oben durchschnaufen wieder. Bei diesem leichteren Abschnitt zum tiefsten Punkt hinunter. Kirche erstmal vorne. Magnus Mohren hat schon deutlich den Rückstand reduziert. Es waren 23. Beim Wechsel 23 Sekunden, jetzt sind es nur mehr 12,4. Ja, das ist Vollgas gewesen. Na gut, er muss riskieren. Also ob der dann ein paar hundert Meter voreingeht, ist wurscht. Aber er muss es riskieren. Man wurscht ist es nicht, aber er muss Vollgas gehen. Wir nutzen noch schnell die Zeit und schalten runter zu Fred Lentsch. Ja, ein Rennen nichts für schwache Nerven bei einer Gruppe, wenn man da zuschaut. Wer kann um diese Entscheidung? Kommt der Mohren noch dazu, zu den beiden Führenden? Ja, ich denke, der Magnus Mohren ist ein sehr starker Läufer. Also, es ist jetzt schwierig zu sagen. Ja, das erste Rennen war jetzt nicht so top von der Laufzeit her. Aber ich glaube, dass er jetzt um 5 Kilometer wieder verdammt heiß ist. Und ja, schauen wir mal. Aber die zwei sollen sie vielleicht halt mal gut abwechseln fahren. Und nachher, glaube ich, hat der Magnus auch, oder hat er es schwierig, dass er zubekommt. Sehr spannend. Danke vielmals. Ja. Mohren hat heuer schon einen Bewerb gewonnen, hat auch schon einmal Laufzeit erzielt. Nicht so dominant wie in den letzten Jahren, aber doch. Seefeld wurde gewonnen, Seefeld glaube ich, gell, Magnus Mohren. Ja. Ja, die zwei nach wie vor im Gleichschritt. Ja, sind Marvel zu bald, immer im Wind alleine vorne. Ja, so kennen wir ihn. Eher in Position 2 in dieser Phase.
Abgebrüht natürlich der Mario. Hoffentlich abgebrüht und nicht schon mit Schwierigkeiten unterwegs, gell? Aber da Magnus Mohren sensationell. Hätte nicht geglaubt, dass der, wie Viktor Bernig gesagt hat, er ist das erste Rennen, den ersten Einzelbewerb nicht stark unterwegs gewesen auf der Loipe. Redakteur, Chefredakteur Hans Hengst sagt mir auch so, er hat den Eindruck, Mario Steche ist ein bisschen schneller und Hans kennt sich bekanntlich sehr gut aus. Wollen wir hoffen, dass er recht behält. Hoffentlich, ja. Eins darf man nicht vergehen, jetzt hat er mal abgestellt. Schau, ja, das wird jetzt, der Norweger kommt, der Deutsche ist rausgegangen, der Mario wartet da, weil der Mario weiß, auf der Zielgerade liegt seine Chance seine Stärke, und da ist er ja stark. Was halt noch bitte ist, dass der Magnus Mohren, der Norweger, so rasch jetzt rankommt. Ja, das jetzt hat er auch Zeit wieder zum Durchschnaufen und sich ein bisschen zu erholen. Großer, kräftiger Läufer, hat aber aufholen müssen, hat investieren müssen natürlich, aber nicht so viel, wie man wahrscheinlich vermutet hat, um hier ranzukommen. Ach, das ist ein Wahnsinn. Du bist wirklich nervös? Genau, weil jetzt alles offen ist. Wieder Norwegen habe ich bis jetzt schon gedacht, wird schwierig werden für Magnus Mohren, habe ich gesagt. Hier laufen Gold, Silber und Bronze in diesem Teambewerb. Noch ist Mario Steche auf Position 1, Tino Edelmann auf Position 2 und Magnus Mohren kommt von hinten heran, dieser großgewachsene norwegische Läufer. Weißt du, wenn der Magnus Mohren unten vom tiefsten Punkt dann angreift, dann muss sich der Mario auch anhalten, gell? Weil ich glaube nicht, dass der Magnus Mohren, der ist generell schnell, auf der Zielgeraden schnell, Magnus Mohren, der Norweger, aber von diesen dreien wahrscheinlich der stärkste dann, wenn es in den letzten Anstieg hineingeht, mit dem größten Stehvermögen, Magnus Mohren. Da gibt es natürlich die Anfeuerungen, der wird getragen hier von den norwegischen Fans, Magnus Mohren auf der Aufholjagd hier beim Durchlaufen des Zielstadions. Vorne jetzt bei dieser Zwischenzeit oder beim Startzielbereich Deutschland vor Österreich und Norwegen. Fast schon dran. Das sind, wie viele Skilängen sind es? Ja, das ist 4 Sekunden, das ist wurscht. Der hat er jetzt oben, bevor es noch in den letzten Anstieg hineingeht, hat er das schon eingeholt, hat er das schon geschnupft und dann hat er jetzt, er hat jetzt lange Zeit durchzuschnaufen. Er wird jetzt im Windschatten bleiben, wird da mit hinauflaufen. Ich glaube nicht, dass du jetzt beim ersten bis zum höchsten Punkt hinauf jetzt irgendwer eine Attacke reiten wird. Weil, jeder weiß, es ist, die letzten 1000 Meter sind extrem schwer und da ist alles möglich. Aber für jeden. Es soll schon auch hier Disziplinenbewerbe gegeben haben, bei denen über 1000 Meter gesprintet worden ist. Also für dich alles offen. Ich stehe erinnern jetzt, dass ich alles offen. Also kann, da kann jetzt jeder Gold holen. Das sind Top-Athleten. Ja, Ski ist wichtig, wie der Hans schon gesagt hat. Ski ist wichtig. Also hoffen wir doch, dass er nicht getäuscht hat, dass er wirklich einen super Ski hat, der Mario. Ja, er schnauft schon durch. Siehst du, das ja, ist aber was ist jetzt? Jetzt kommt er wirklich ran, kommt er jetzt wieder nicht. Jetzt wirkt er wieder ein bisschen. Er weiß, glaube ich. Also hat sich hoffentlich hat er es überbest. Wäre gut für uns. Was ich zwar nicht ganz glaube, aber Oben muss er es haben. Am höchsten Punkt muss Magnus Mohren dabei sein, weil sonst hat er wirklich seine ganze Kraft schon auf dieser ersten Runde verschossen. Oben muss er dran sein, der Nummer Norweger. Da gibt es die Anfeuerungen an der Seite bei diesem langen Anstieg zum höchsten Punkt. Passt, Norweger hat es übernommen. Magnus Mohren schaut nicht mehr so aus, jetzt schau. Verliert er wieder, verliert, super, ja, hat sich abgestochen. Also Mohren, von dem wir erwartet haben, dass er anschließt, wo wir gesagt haben, der ist eigentlich schon dran, jetzt wieder Wahnsinn, weg. Na, das war, hätten wir es einen kleinen Windschatten, hätten wir es gleich was, das sehen erst dabei. Und so, jetzt kriegen die wieder Oberluft vorne, die kriegen jetzt Oberwasser wieder. Und dann wird dieser Anstieg super natürlich ganz hart für Mohren, der tut, verursacht super Schmerzen, du ballst die Faust, Magnus Mohren. Abgerissen wieder, super, schon weg, aus dem Rennen, den braucht man nicht mehr, kannst du also schreiben. Jetzt können wir wieder vom Zweikampf sprechen. Super, das war jetzt wichtig, gut, da habe ich jetzt Bilanz gehabt. Damit läuft alles auf, ein großes Finish zwischen Tino Edelmann und Mario Stecher hinaus. Wir sind bei 3,3 von 5 Kilometern. Ja, jetzt schaut es für uns super aus, ich sagte das, der Mario ist eine Rakete auf den letzten 100 Metern. Hoffentlich zündet er sie. Ich meine, er hat auch, wenn ich denke, nur in Turin, hat er schon nicht auf der Zielgerade das Rennen entschieden. Auf der Zielgeraden kann man sagen, fast in Vancouver. Aber in Turin bei den Olympischen Spielen hat er beim letzten Anstieg hat er dann, glaube ich, den Deutschen irgendeinen Konkurrenten um Gold hat er stehen lassen, hat er vernichtet.
Ja. Der hat auch die Stehvermögen, die letzten 1000 Meter schnell Jens zu laufen. Jens Geiser, glaube ich, war es bei den Deutschen. Mhm. Genau, da haben sie den schlechtesten Deutschen eingestellt. Mhm. Ja gut, das war bitter. Das war einfach, der war einfach in der Aufgabe nicht gewachsen. Das ist Dino Edelmann aber schon. Dino Edelmann ist ein anderes Kaliber. Ja. Aber ist ja egal, im Kampf Mann gegen Mann, Athlet gegen Athlet. Schaut gut aus. 10 vergangene Erfolge, nichts mehr. Schaut hinten, Marius. Er ist abgepult, weißt du? Ist über 30 Jahre viel Erfahrung und vor allem bei den letzten Spielen, also immer top, immer als letzter Laufer, immer gewonnen. Es gibt Sicherheit natürlich. Ja, der läuft jetzt ins Ziel, Richtung Ziel und weiß, er hat in letzter Zeit immer gewonnen. Ja. Es gibt natürlich zusätzliche Kraft. Was, kein Sturz mehr, da gut um die Kurven gekommen, super. Jetzt in diesen Anschluss, jetzt mal schauen jetzt einmal. Ich glaube, der Dino wird jetzt schon fast ein bisschen mehr umgassen dann. Edelmann gegen Gottwald, das war das Duell da nach der Schau. Im Einzelbewerb. Greift du an, so wie in Turin ist. Reißangriff von Stech, ein erster Versuch. 1-1, ja, hohes Tempo, weil 1-1 geht. Er vor Edelmann. Er probiert sehr früh ob Edelmann folgen kann. Er wird ihn antesten einmal. Jetzt wird er antesten, wird schauen, wie geht Dino Edelmann mit jetzt. Der schaut immer ein bisschen zurück. Was macht der Deutsche für einen Eindruck auf dich? Ja, ausgezeichnet momentan. Also, der Mario gibt nicht das Letzte. Das heißt, er bringt sich immer wieder immer hoch. Ja, aber das bringt zu wenig. Ja, das hat er abgestellt. Das hat nicht viel gebracht jetzt. Nur ein bisschen Tempoverschärfung, da hat er jetzt am meisten arbeiten müssen. Er ist vorne im Wind gestanden. Norwegen ist weg, passt, schau, der ist noch im Anstieg drinnen, Magnus Mohren. Gratulation zur Bronze. Ah, das wird jetzt brennhart jetzt da. Deutschland war noch nie Teamweltmeister in der nordischen Kombination. Viermal Zweiter zuletzt. Ich glaube, er versucht vielleicht von vorne weg zu laufen. Jetzt muss er davon weg, darf er den Dino Edelmann einmal vorlassen. Jetzt so wie Peter Nordtug gestern, der Norweger, bei der Verfolgung, der ist auch von da weg schon immer vorne gelaufen. Weil also, die sind schon wieder im Zielbereich. Es ist um eine enge Kurve. Und wenn du 2-3 Meter Vorsprung in die Abfahrt reinfährst, dann wird es ganz schwer für den Dino Edelmann auf der Zielgeraden zu. Schau, ein paar Meter vorne. Super. Vorne ja, Mario Stecher. Es ist der allerletzte kurze Anstieg in diesem Rennen. Mario Stecher vor Dino Edelmann. Er versucht wegzukommen, aber Edelmann geht nach. Die letzte Querfahrt, dann noch einmal kurze Abfahrt, ein kurzer Hügel über die Brücke und dann die Zielgerade für die beiden. Es geht um Gold und Silber im Teambewerb der nordischen Kombination. Eine dieser beiden Medaillen ist Österreich fix, aber welche ist es? Noch immer ist Mario Stecher in der ersten Position, dahinter Dino Edelmann. Sie sind schon auf der Geraden. Jetzt sind es nur mehr 100 Meter. Stecher oder Edelmann, der Sprint. Beide eigentlich nebeneinander. Stecher vorne, noch immer ist es Mario Stecher, der hier vor Edelmann ist und diesen Bewerb gewinnt. Super, super, perfekt gelaufen. Österreich ist Weltmeister im Team. Als erster in den Korridor eingelaufen, als erster hat ein bisschen den Trau hinausgedrückt, den Dino Edelmann. Der Dino Edelmann hat nicht Vollgas mehr laufen können, hat eingefallen bei der Begrenzung. Taktisch super. Mario, Gratulation. Taktische Meisterleistung der österreichischen Mannschaft, perfektioniert von Mario Stecher hier in der Endphase, hier im Stadion, in erster Position reingelaufen und diese Position einfach nicht mehr aus der Hand gegeben. Da hat Edelmann machen können, was er wollte. Den falschen Korridor hat er erwischt. Den falschen Korridor. Weil der als erster auf den Korridor geht. Falscher Korridor, du hast recht. Ich sag nur, das war taktisch, war super. Der Mario taktisch das super gemacht. Er hat ihn hinausgedrängt. Er hat gesehen, der kommt von außen. Er ist auch noch außen gegangen, der Mario, und hat damit dem Edelmann den Weg immer kleiner gemacht, immer kürzer, weniger Platz geben. Und das war's. Also von der. Perfekt. Perfekt. So. Wir einigen uns auf perfekt. Bronze geht an Norwegen. Dann schon 40 Sekunden Rückstand. Mohren hat abgestellt. Ja. Vierter die USA, fünfter wohl Frankreich und das ist der Sieger, Staffel, das Siegerteam. Super.